Wir stellen jetzt auf jeden Fall hier Rekorde auf. Das wird jetzt der Plan sein. Okay, die sterben nicht so schnell, wie ich das gehofft hatte. Dann drehen wir rum. Und laufen zu denen, die schnell sterben. Seid ihr interessiert? Danke, da irgendwas ein Brathähnchen. Das ist... Das macht die ganze Sache viel besser. Zeig ich mal jetzt hier. Ah, herrlich, ist ein Traum. Ah, ich glaube, die letzte Stufe kann man nur aus Kisten holen, ne? Da war was. Verbesserte Messer feuert ohne Verzögerung. Ja, das gab's nur im... Der ist jetzt... Die Messer sind jetzt immer an. Das gab's nur in den Kisten. Jetzt, ich erinnere mich. Es kommt langsam, kommen so ein paar... Lichte Erinnerungen kommen wieder. Blitzring bitte. So. Und jetzt geht's hier so richtig zur Sache. Aber so richtig. Sag ich dir. Jetzt wäre es übrigens ganz nett, wenn ich nochmal eine Kiste kriegte. Das wäre jetzt ein Traum. Und ein Brathähnchen. Oh, mit dem Brathähnchen, das hat sich schnell ergeben. Oh, ich laufe mal weg. Oh oh. Oh oh. Warte, wir laufen mal einfach hier hoch. Das ist doch Trick 17 mit Selbstüberlistung. Habe ich schon Armschienen? Ah, die Charakter erholt sich um... Okay, das kann man auch machen, ja. Das ist das, was ich eben irgendwie bekommen habe, glaube ich. Ich meine, mich zu erinnern. Ja, lauf weiter. Ja. Meine Bibeln sind aktiv. Das ist, das rettet mir gerade ein bisschen den Arsch. Nein, jetzt ist vorbei. Oh. Man darf nicht so zögerlich sein. Diese komischen Zauberer-Viecher, die sind echt nicht cool. Die sind ziemlich hartnäckig. Oh, Flammenwerfer, dann wird alles besser. Jetzt ist hier nicht mal einer da, der sich Boss schimpft, ne? Oder bist du einer? Nee. Ich kann aber ein bisschen freiräumen, das ist ja schon mal ganz schön. Ah, jetzt habe ich, ich hab gefunden, was ich nicht wollte. Da, ihn. Mit viel Glück kann ich einfach stehen bleiben und er stirbt gleich. Aber mit viel Pech auch eben nicht. So, jetzt könnte es die finale Bibel geben. Mit ein bisschen Glück. Zauberstab und... Vielleicht bin ich auch für die finale Bibel noch nicht weit genug. Das weiß ich jetzt nicht. Können ja mal gucken. Zauberstab... sind noch 3 und Blitzring ist noch 1. Okay. Wird auf jeden Fall schon mal besser. Wir könnten jetzt noch ein bisschen was zu essen gebrauchen. Ne? Warte mal, wir könnten ja vielleicht mal in die andere Richtung laufen. Oh, jetzt wollen sie, dass ich mich voll heile. Das finde ich ist eine gute Idee. Ich gehe mal in die Richtung, in der Hoffnung, dass dann vielleicht zum Sarg komme. Vielleicht passiert dann da was, wer weiß. Keine Gegner mehr, das finde ich in Ordnung. Damit kann ich leben. Kann ich hier erstmal Fettzeug ansammeln, was ich alle habe liegen lassen. Das ist doch hervorragend. Das ist doch hervorragend. Da oben ist schon wieder der hässliche Mauszeiger. Ja, mach Axt. Mach Axt. Ich zieh mal die Maus wieder da weg, danke. Oh, Geld. Massive Kohlen. Gibt ganz viele neue Sachen. Also wahrscheinlich gar nicht so viel, wie ich jetzt erhoffe. Weil sie wahrscheinlich dann sauteuer werden. Und ich keine Erinnerungen dran habe, wie teuer. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann hier Schluss war. Es gab irgendwann was, wo Ende war. Aber auch. Wir lassen uns einfach überraschen. Einfach, wir lassen uns einfach treiben. Blitzring oder Axt? Blitzring ist dann Stufe letzte. Nehmen wir Blitzring. Es wäre jetzt übrigens nett, wenn ich ein paar Kisten kriegte. Das wäre ein Traum. Das wäre wirklich famos.
Vielleicht ein paar Armschienen noch, damit es schneller geht. Oh. Oh, oh. Wer ist denn er? Und was will der Rest von mir? Ja, macht man jetzt so eine Welle? Prima, das hat ja hervorragend funktioniert. Genau so war der Plan. Fast. Ganz fast. Ach, müssen diese komischen... Was ist eigentlich mit den Totenköpfen nicht in Ordnung? Da kann ich mich irgendwie auch nicht dran erinnern. Axt, Armschiene. Armschiene ist dann letzte Stufe. Gut. Ja, lauf mal schon vorwärts. Ich habe da gar kein Interesse mehr dran. Oha. Ist da los? Aua, das war dumm. So ziemlich. Können wir da mal gerade hier so ein bisschen reinhalten? Warte mal, was kriegen wir? Was brauche ich für den Blitzring? Ah ja, das gibt die Messer. Ich brauche... Ah, um das mit der Bibel zu machen, brauche ich vermutlich... es gibt eine zweite Seite. Ah, okay. Bei der Bibel weiß ich es noch nicht. Da weiß ich's. Was ist mit dem Blitzring? Sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt's noch. Also, dass es mir auffällt. Da oben ist der Blitzring. Nee. Vielleicht ist das der ausgebaute Blitzring. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es jetzt, wie es genau machen. Und da kannst du nichts gegen machen. Zauberstab, Axt, Zauberstab, Axt. Wo bin ich denn weiter? Beim Zauberstab. Also nehmen wir das auch. Was denn? Ja, fliegende Löwenköpfe sind übrigens total schön. Oh, was ist denn das? Ah ja. Das hier ist jetzt der Millionenbetrag. Das ist so ein bisschen... Oh. Ah, oh. Ja, nimm mal das, weiß ich auch nicht. Oh, Zauberstab. Zauberstab. Axt. Ah, der saugt jetzt alles ein, ne? Ansaugding. Ansaugding. Jetzt wird's hier richtig wild. Jetzt wird's hier richtig wild. Oder ist so eine komische Fledermaus vielleicht? Ganz vielleicht hat die eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kisten noch was bringen. Ich bräuchte übrigens das Kerzenteil. Ich habe keine Ahnung, wo es das gibt. Ich müsste das vielleicht nachgoogeln. Also im Menü kann ich bestimmt sehen, wo ich hin muss damit. Kann ich das bestimmt sehen? Oh, 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 oh. Sterbt. Alle. Alle. Da unten ist nichts. Ah, schade. Ein bisschen Flammenwerfer hätte ich ganz gut gefunden. Gut. Vor allem für diese fliegenden Video. Ja, ja, geh nicht aus. Kurz gucken. Axt. Ich wollte doch eigentlich in die Richtung laufen wegen dem Sarg, ne? Das hatte ich doch vor 20 Jahren irgendwann mal angedacht. Warum habe ich das nicht durchgezogen? Warum habe ich denn jetzt so viel Schaden gekriegt? War ich mir doch ein bisschen behindert? Und hab nicht aufgepasst? Könnte sein, ne? Oh oh. Der Löwenkopf aus am Start. Könnt ihr mich hier kurz durchlassen? Das wäre mir ein Traum. Wäre das vielleicht machbar, dass wir auf diese komischen Fliegedeppen verzichten? Die finde ich nicht cool. Und vielleicht haben wir auch Brathähnchen für mich.
Und vielleicht können wir vielleicht den... Nee? Okay, es war nur eine Frage. Ich drehe mich nochmal kurz rum. Ja, ich hab's geschafft, den Löwenkopf-Boss zu killen. Oh, der hat sogar drei Möglichkeiten. Das ist schön. Rüstung, Steinmaske. Ah ja, okay. Goldmünzen erhöht um 10. Ah ja. Besser als nix, ne? Ich weiß, warum der Bibelkram nicht vorwärts geht. Das hat, glaube ich, was mit dem Zauberstab zu tun. Der ist noch nicht fertig. Ich vermute, das hat... Ich glaube, das hängt damit zusammen. Wobei doch, der Zauberstab ist fertig. Dann weiß ich es nicht. Dann habe ich bestimmt irgendwie... Dann ist bestimmt jetzt hier irgendwie Schluss dafür. Muss man bestimmt... Weiß ich aber auch nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich weiß gar nichts. Oh! Okay. Okay. Das... Ich... Können wir drüber reden? Okay, das ging jetzt verhältnismäßig schnell. Ja, ich habe eine Steinmaske freigeschaltet. Das ist super. Die kriege ich jetzt immer, ne? Zauberring. Jetzt habe ich einen Verdoppler freigeschaltet. 20 Minuten. Ich habe ein Pentagramm. Und die Messer. Ich erhalte 500 Goldmünzen. Ganz toll. So, Sekunde. Wie war denn das? War das hier? Erreiche Level 40 in der verzierten Bibliothek. Überlebe 20 Minuten mit mindestens 10% Fluch. Bringe Königsbibel auf Level 4. Bringe das Weihwasser auf Level 4. Okay, ich muss das Weihwasser auf Level 4 bringen. Alles klar. Das ist ja machbar. Das kriege ich hin. Denke ich. Ah, wir könnten... Moment, ich habe Geld. Wir können Power-Ups kaufen. Und zwar kaufen wir erstmal die Schnelligkeit. Das finde ich ganz cool. Wir könnten... Warte mal, was habe ich denn? Wir könnten die Max-LP erstmal auch noch ein bisschen... Das wäre auch schön. Und Dauer könnten wir ein bisschen... Ne? Dauer und Menge? Aber Menge kann ich mir nicht mehr leisten, weil kostet 5000. Okay. Okay, ich kann mir eigentlich nichts mehr leisten, außer hier vielleicht ein bisschen was bei Macht. Alles klar. So, habe ich. Ich hole Gennaro raus. Ja, und weiter geht's. Ist ja klar. Ach, komm. Geh doch weg. Das finde ich, geht nicht gut los. Ich nehme einen Zauberstab. Der ist noch ein bisschen unvorhersehbar. Das ist irgendwie ganz gut. Aber ich finde nicht, dass es gut losgegangen ist. Ah, jetzt muss ich erstmal abhauen. So, das wird doch was. So läuft es doch. Ich brauche auf jeden Fall Weihwasser diesmal. Also wenn ich Weihwasser kriegen kann, dann nehme ich Weihwasser und mache das auf Level 4. Klar, ich kriege nach 10 Sekunden ein Brathähnchen. Ist ja... Nee. Wollte ich das? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte Messer. Am besten so schnell wie möglich. Und Armschienen. Ach du Heiland, es wird nicht besser. Krone. Ja, ich nehme die Peitsche, ist doch klar. Weil man sagen muss, ein bisschen mehr Erfahrung hätte ich jetzt auch, aber echt. Das ist doch... Das wirkt bumsig. Ja, das nehmen wir mit. Komm ran jetzt hier. Ja, für die Peitsche brauche ich, glaube ich, das Herz, das weiß ich. Der Tatsache bin ich mir bewusst. Ich brauche aber auch erstmal diesen komischen Weihwasser-Kack. Gut, Messer. Messer ist schon mal, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und dann können wir ja hier so ein bisschen durchmähen. Vor allen Dingen mähen. Das Tempo ist ja eher so ein bisschen gammelig. Ja, 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 ja. Ah, die Sache läuft. Ich sag es dir, die Sache läuft. Ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl.
Okay, da können wir die Axt nehmen. Oh, mein gutes Gefühl endet gerade. Jetzt kommt nämlich der Grünkohl. Und wenn der Grünkohl kommt, dann wird immer alles schlechter. Siehst du, sag ich doch. Es wird alles schlechter, wenn der Grünkohl kommt. Grünkohl braucht halt keiner. Ja, können wir irgendwie drüber reden? Nee, dann muss ich mal die Rüstung nehmen. Ich brauche auf jeden Fall das Weihwasser. Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Das Weihwasser. Ich hätte vielleicht auch noch weiterlesen sollen. Das hätte der ganzen Sache total Substanz gegeben. Wenn ich weitergelesen hätte. Also weiter als die 20 Sekunden, die ich die Errungenschaftsliste mir durchgelesen habe und gelesen habe, dass ich Weihwasser auf Level 4 brauche. Ah, jetzt kann ich sehen, dass ich zumindest das hier mitnehmen kann. Das ist schon mal toll. Das hilft der ganzen Sache so richtig weiter. Ist schön, dass ich das jetzt weiß. Und wir da vielleicht... Oh, da unten ist so ein Hans Guck in der Luft. Vielleicht kriegen wir es hin, wenn wir den so ein bisschen... Ah, wir kriegen gar nichts, kriege ich hin. Nix. Na gut, ich mache halt auch noch nicht so viel. Ne? Wir sind ja erst 3 Minuten 19 hier. Ah, aber für ihn hat es gereicht. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Da haben wir... Was haben wir denn da? Da haben wir eine Axt. Ah ja, okay. Nehme ich. Nein, mir bleibt ja auch nichts anderes. Kann ich jetzt nicht sagen, will ich nicht. Hier, gib mir mal... Genau. Weihwasser. Das ist das, was ich wollte. Weihwasser war für den Moment, was ich wollte. Ah, jetzt weiß ich ja, warum das eben, als ich das Weihwasser hatte, so komisch aussieht. Weil das sich so dahin schießt. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Armschienen bitte. Die Rüstung ist da bestimmt auch für irgendwas gut. Warte mal, sehe ich das zufällig schon, für was die Rüstung gut ist, mit was ich die kombinieren muss? Nein, das sehe ich da noch nicht. Ich weiß nur, dass ich bei der Peitsche das Hohlherz brauche. Also das Schwarze, was da eben war. Das hätte ich eigentlich mitnehmen können. Was habe ich als Alternative genommen? Habe ich da nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ist auch egal. Waffe, Feuer, mehr... Aber wir machen erstmal das. Ah, ich fragte mich gerade, warum es so schlecht läuft. Ich habe noch keine Bibel. Okay, jetzt wird's vielleicht lästig. Dann nehmen wir das mit. Naja, das ist, die Bibel ist halt verteidigungstechnisch schon echt ganz gut. Also wenn man das denn so sehen will, ne? Die rettet dir halt teilweise echt guten Arsch. Sie jetzt nicht zu haben, ist schon ein kleines bisschen traurig. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Messer. Das ist... Oh, da ist was, was... Das will ich. Danke. Ich wusste, warum ich es will. Und dann machen wir jetzt mal hier so ganz dezent... Ich würde gerne die einzelnen Erfahrungspunkte einsammeln. Das wäre mir ein Fest. Ja, mach weiter Armschienen. Hier ist, das ist Schniftenklaus. Schniftenklaus hat aber Probleme. Ja, jetzt mach mal hier ein bisschen Platz. Ich muss auch ein bisschen auf Schniftenklaus schießen. Prima. Schniftenklaus hat seine Kiste gedroppt. Das war alles, was er machen sollte. Den habe ich schon. Das ist gut. Ich wollte gerade fragen. Ich habe das Gefühl, für die Bibel wird es nichts mehr. Feuerstab. Nee, wir nehmen Messer. Ist doch in dem Fall klar. Hat da nicht gerade ein Pfeil geblinkt? Ich bin mir unsicher. Ich würde noch ein paar Äxte nehmen, wenn es geht. Um das Geld. Oh, da unten ist hier, da gibt's hier, zack. Ist alle, okay, Axt.